Antibiotika werden immer wirkungsloser. Gegen viele Bakterien helfen sie einfach nicht mehr. Und für immer mehr Patienten kann das lebensgefährlich sein. Hilfe im Kampf gegen die Keime versprechen nun ausgerechnet Viren. Genauer gesagt Bakteriophagen. Das klingt nach Feuer mit Feuer bekämpfen und es könnte die Lösung sein für eines der dringlichsten Probleme der Medizin heutzutage. Und damit recht herzlich willkommen bei Xenius. Bonjour Artus, wie wir uns diese Viren als Helfer gegen Bakterien zunutze machen, das ist das Thema unserer Sendung. Und jetzt begeben wir uns gleich auf Phagenfang. Das tun wir an diesem Ort, der hier so beruhigend neben uns vor sich herblubbert. Ja, das ist die Kläranlage Wolfenbüttel bei Braunschweig. Ich habe keine Ahnung, wie man das hier macht. Auf jeden Fall nicht spritzen, ja? Oh Gott. Und hier wartet jetzt die Frau auf uns, die Gunnar und mich auf Phagenfang geschickt hat und die schon seit Jahren daran forscht. Frau Dr. Rode, warum haben wir jetzt gerade die Phagen denn hier in der Kläranlage gefangen? Ja, Phagen findet man überall da, wo ihre Fressbakterien sind. Und das wimmelt ja hier von allen möglichen Arten von Bakterien. Also ein reicher, reicher Pool. Und da ist die Hoffnung am allergrößten, die Fressfeinde der Bakterien, nämlich die Phagen, zu finden. Das heißt, man könnte auch zu einem Fluss gehen, aber da würde man wahrscheinlich weniger finden. Genau, man kann auch zum Fluss gehen, aber wir sind glücklich, über die Gelegenheit zur Kläranlage zu gehen. Also, das heißt, der Phage braucht das Wasser? Ja, er braucht in der Tat flüssiges Milieu, sagen wir so, ja. Das sieht ja jetzt schon beunruhigend belebt aus da drin, sage ich jetzt mal. Ja. Was glauben Sie denn oder was gibt es für Erfahrungswerte, wie viele Phagen da jetzt wohl drin sind? Ja, Experten schätzen 10 hoch 7 bis 10 hoch 8 pro Milliliter. 10-mal mehr als Bakterien. Boah. Ja, das ist einiges los in dem Glas. Ja, auf jeden Respekt. Fall. Also wie man einzelne Phagen jetzt aus diesem Behälter raus identifizieren kann, das schauen wir uns nachher noch an. Jetzt erstmal schütteln wir unser unsichtbares Mikroskop aus dem Ärmel und zeigen Ihnen, was das eigentlich genau für kleine Wesen sind, von denen man sich da so viel erwartet. Bakteriophagen sind Viren. Sie haben keinen eigenen Stoffwechsel. Deshalb brauchen sie einen Wirt, also lebende Organismen. Das Besondere an Bakteriophagen ist, dass sie ausschließlich Bakterien befallen und zerstören. Doch wie machen sie das? Zunächst dockt der Phage, man nennt ihn auch den lytischen Phagen, an die Zellwand des Bakteriums an. Dann bohrt er hindurch und injiziert sein Erbgut ins Innere der Bakterienzelle. Daraus werden neue lytische Phagen gebildet und ein Enzym, das die Zellwand auflöst und das Bakterium endgültig zerstört. Die freigesetzten Phagen suchen sich nun die nächsten Opfer. Gibt es keine Opfer mehr, zerfallen die Phagen. Neben lytischen Phagen gibt es aber auch noch sogenannte temperente Phagen. Sie können sich ebenfalls im Inneren der Bakterienzelle vermehren, aber auch ihr eigenes Erbgut in die DNA des Bakteriums einbauen. Und sie können Gene des Bakteriums ausschleusen, quasi mitschleppen. Eine potenzielle Gefahr. Für eine Therapie sind temperente Phagen daher ungeeignet. Für die Therapie von Vorteil ist dagegen eine Eigenschaft, die alle Phagen auszeichnet. Bestimmte Phagen greifen nur bestimmte Bakterien an. Anders als Breitbandantibiotika zerstören die Therapiephagen also nicht alle Bakterien, sondern nur die krankmachenden. Und so lassen sich im Prinzip gegen fast alle gefährlichen Bakterien passende Phagen einsetzen. Ob gegen Krankenhauskeime wie MRSA, E. coli oder Pneumokokken. Nur, man muss die passenden Phagen erst einmal finden. Gunnar und ich sind mittlerweile in Weiß gewandert angelangt mit unserem Phagenfang in der deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, und zwar im Labor. Interessanterweise kennt man die Phagen als Waffe gegen die Bakterien ja schon länger als die Antibiotika, hat allerdings die Forschung hier nicht weiterverfolgt, sondern nur in Osteuropa. Warum ist das denn so gewesen, Frau Rode? Na, im Westen wurden wir durch die Antibiotika lange verwöhnt und die Bakterien sind aber sehr schlau. Die sind voll mitgezogen, haben sich mitentwickelt und die Antibiotikaresistenzen geradezu eingesammelt.
Und da stehen wir jetzt vor einer Krise oder sind schon mittendrin. Mhm. Frau Rode, jetzt haben wir ja eine ganze Menge mitgebracht. Das reicht für Sie und für Gunnar und für mich heute Abend, wenn wir Party machen wollen. Wie kriegen wir denn jetzt die Phagen da raus und gegen welchen Keim wollen wir damit vorgehen? Ja, das ist sozusagen die Grundlage und da schwimmen ja unendlich viele Phagen. Und wir müssen das richtige Bakterium haben, um den richtigen Phagen zu fischen. Wir nennen das Screening. Und da wir eine Kooperation mit der Charité in Berlin begonnen haben in Richtung Pneumologie, Atemwegsinfekte bakterieller Art, stürzen wir uns auf einen ganz bestimmten Keim, der heißt Pseudomonas aeruginosa. Der ist aber ein Allerweltskeim, kommt überall vor, auch in uns, auf uns. Aber im Krankenhaus kann er leider sehr gemein werden und gerade in den Atemwegen. Und da wollen wir mal aufs Ganze gehen. Und wie geht man da vor? Ja, wenn man dieses Filtrat hat, dann nimmt man sich eine Bakterienkultur. Das ist quasi die Kontrolle. Wir haben hier eine Agarplatte mit der dicht bewachsenen Bakteriensuspension. Wir nennen das einen Rasen. Die kommt da aber nicht raus, oder? Da ist noch kein Phage drin. Aber hier, da haben wir dieses Filtrat. Also das wir aus unserem Wasser gewonnen haben. Genau, gefiltert. Genau das. Aha. Das hat schon den richtigen Phagen enthalten. Den haben wir dazugegeben. Sie schütten also da einfach die Flüssigkeit in die Petrischale. Genau, und wenn man die richtige Verdünnung trifft, dann sieht das so optimal aus. Also wir haben hier wirklich einen lytischen Phagen gefunden und auch noch in einer sehr schönen Verdünnungsstufe. Und der hat die Löcher gefressen? Der hat die Löcher gefressen. Wie die Bakterien in den Käse? Genau so, so ähnlich. Ja, genau. Und wenn man den jetzt einsammeln will, dann kratzt man den aus diesen Löchern ab. Ganz und dann hat man den richtigen Ganz gefunden. Ganz richtig. Im Prinzip ist das so. Können wir uns ein Foto anschauen von den Kollegen? Gerne. Ja, wollen wir schauen? Mhm. Oh, ein Foto eines Schlüssellochs. Pinocchio. Wer hat denn die Nase? Das ist ja, der Phage. Das ist der Phage im Transmissionselektronenmikroskop, den wir eben auf der Platte angeschaut haben. So sieht er aus, mit Kopf und Schwanz. Ziemlich typische Morphologie hat er. Und das Bakterium, wie sieht das aus? Und hier sieht man die passende Bakterienzelle, Pseudomonas aeruginosa. Der sieht aber auch schon gefährlich aus. Ja, wobei er in natura nicht grün ist. Den Nein. haben wir eingefärbt. Hier die schöne lange Geißel. Eigentlich ein Allerweltskeim. Wie würde das denn konkret aussehen? Jetzt nehmen wir mal an, da hat jemand eine Lungenentzündung und jetzt möchte ich den Phagen zu dem Bakterium bringen in der Lunge. Wie geht sowas? Ja, das ist natürlich Sache der Mediziner, aber man kann sich gut vorstellen, durch Inhalation, durch Vernebelung, Aerosolisierung könnte man sich sehr gut vorstellen. Also die Applikation dürfte nicht so schwer sein. Das heißt, was braucht der Phage? Braucht der Wasserdampf, braucht er eine wässrige Lösung, braucht er Blut, um dorthin zu gelangen? Na, der Phage braucht kein Blut, aber irgendeine gepufferte wässrige Lösung, wo der pH-Wert stimmt, die Salzkonzentration, das dürfte nicht so schwierig sein. Phagen sind hart im Nehmen, sind recht stabil, umweltstabil auch. Das heißt, die Kandidaten sind da, die Phagen, die man einsetzen könnte. Es gibt aber in Deutschland noch keine Phagentherapie. Woran hängt's? Es hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es in Europa noch kein Regelwerk, das die Phagen einfach einschließt, definiert und sagt, so und so ist Phagentherapie einzusetzen. Zum anderen gibt es noch nicht genug Phagen. Phagensammlungen, wo einfach Phagen zur Genüge zur Verfügung gestellt werden, das brauchen wir, daran arbeiten wir. Und es braucht sicher weiterhin begleitende Forschung, immer präklinische Forschung. Auch da sind wir, glaube ich, erst so auf einem guten Weg. Mhm. Aber es gab ja schon Phagenforschung in Osteuropa. Kann man sich von denen was abschauen? Ja, nicht nur Phagenforschung, Phagenanwendung. Natürlich, Expertise auf jeden Fall, die ist da vorhanden. Die ist da wunderbar vorhanden in Georgien, aber auch in Polen. Und da wird man sicher die Fühler ausstrecken und auch kooperativ in der Wissenschaft, in der Forschung arbeiten. Also wirklich eine spannende Forschung, mit der man viele Menschenleben retten könnte. Tatsächlich gibt es in Westeuropa schon Einzelfälle, wo die Phagenforschung eingesetzt wurde. Carola Hofmann hatte kaum noch Hoffnung, gesund zu werden. Bei einer Knie-OP infiziert sie sich mit multiresistenten Bakterien und lebt jahrelang mit einer offenen Wunde.
Jede Bewegung, jeder Schritt, alles schmerzt, alles wird zur Katastrophe. Die Ärzte sehen nur noch einen Ausweg, die Amputation des Beins. Doch dann erfährt Carola Hofmann zufällig von der Phagentherapie und findet einen Arzt, der sie damit behandelt. In Westeuropa ist das nur als sogenannter Heilversuch geduldet, als letztes Mittel. Aber bei ihr funktioniert es. Die offene Wunde schließt sich rasant. Das war für mich eigentlich unfassbar, weil wenn man vorher probiert und probiert und probiert und immer wieder geht es auf und dann innerhalb von so kürzester Zeit, ohne großen Aufwand, ohne viel Operationen, nur eine einzige. Ja. Und dann war das zu. Auch Thomas Rose konnte schon eine Patientin vor der Amputation bewahren. Der deutsche Chirurg arbeitet in Brüssel und sieht zunehmende Antibiotikaresistenzen mit Sorge. Das Risiko, dass wir einen Keim nicht mehr behandeln können, bedeutet, dass der Patient an der Infektion sterben kann. Auf der Suche nach alternativen Behandlungsmethoden hat Rose in der Vergangenheit wiederholt Phagen zur Therapie von offenen Wunden eingesetzt. Bei den Patienten, die wir bis jetzt mit Phagen behandelt haben, haben wir gute Resultate gehabt am Ende der Behandlung. Das heißt, Wunden, die über sehr lange Zeit offen waren, konnten wir schließen. Die Patienten waren zufrieden, schmerzfrei. Thomas Rose will die Phagentherapie mehr Patienten zugänglich machen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Kollegen in Frankreich, sagt der Chirurg, nutzten die Phagen gar nicht mehr zur Therapie, wegen der unsicheren rechtlichen Situation. Thomas Rose wollte sich davon nicht abhalten lassen, zum Wohle seiner Patienten. Meine Motivation für den Phageneinsatz ist es eigentlich, um Patienten, denen man mit den klassischen Mitteln nicht mehr helfen kann, doch noch Möglichkeit zu bieten, um sie zu helfen. Und ja, man kann sie eigentlich schon ansehen als die letzten Retter in der Therapiekette. Für die Phagentherapie gibt es nun neue Hoffnung. Die EU finanziert eine Studie, um Phagen eventuell als reguläre Therapie einzusetzen. Hier in Brüssel und in Kliniken in Paris und Lausanne bekommen Patienten mit infizierten Brandwunden eine Phagenbehandlung. Wundabstriche und Blutproben sollen zeigen, wie effektiv sind die Phagen und sind sie wirklich ungefährlich für die Patienten? Thomas Rose ist optimistisch. Gibt es ein Risiko beim Gebrauch von Phagen? Bis jetzt nicht. Uns sind keinerlei Fälle bekannt von unseren Kollegen in Georgien oder in Polen. Wir haben auch eine Sicherheitsstudie getan in 2008, um zu zeigen, dass der Gebrauch eigentlich nicht schädlich ist für den Patienten. Doch klar ist auch, Phagen sind Viren. Das heißt, sie sind für unseren Körper potenziell gefährliche Eindringlinge. Kritiker der Phagentherapie befürchten, das Immunsystem könnte Alarm schlagen und mit einem allergischen Schock reagieren. Immunreaktion ist sicherlich ein Risiko. Das ist auch der Grund, was wir jetzt in der Studie auch in der Hinsicht testen. Also ein Teil von der Blutanalyse wird auch verwendet, um immun nachzuschauen, ist da eine Veränderung im Immunsystem. Damit Phagen grundsätzlich als Therapie zugelassen werden können und nicht nur als letztes Mittel, muss klar nachgewiesen werden, dass sie wirken und zumindest keinen Rückschritt gegenüber gängigen Therapien darstellen. Als Resultat von der Studie hoffen wir, dass wir wirklich mit guten Daten und den Analyseresultaten anzeigen können, dass die Phagen wirklich als eine alternative und zusätzliche Therapieform genutzt werden kann in der Zukunft für die resistenten Keime, die mit den klassischen Mitteln zurzeit immer weniger zu behandeln sind. Bevor Thomas Rose und seine Kollegen Phagen regulär an Patienten einsetzen können, wird also noch eine Reihe von Studien folgen müssen. Aber schon jetzt scheint klar, das Potenzial dieser Viren als Helfer ist groß. Das klingt doch durchaus mal vielversprechend. Also von den Phagen geht ein großes Helferpotenzial aus, aber alles, was wirkt,
kann eben auch Nebenwirkungen haben. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass es verschiedene Typen gibt von Phagen. Wir sind nach wie vor in Braunschweig und suchen nach Phagenkandidaten, die gegen den Keim aus der Berliner Charité helfen würden. Einen Kandidaten hat Frau Rode hier schon in der Petrischale auf einem Chip. Ja, und den Chip, den stecken wir jetzt in ein Erbgut, sequenziere und schauen, ob der Phage temperent oder lytisch ist. Was war da jetzt nochmal genau der Unterschied? Ja, der lytische Phage ist der, den wir haben möchten. Das ist der brutale Bakterienvernichter sozusagen. Und der temperente hat ein ganz kleines Restrisiko. Der kann nämlich mehr als der lytische. Der kann in das bakterielle Genom integrieren und dann wieder rausschlüpfen. Und wenn er das tut, Gene mitreißen. Und das wollen wir nicht. Das könnte im allerschlimmsten Fall bedeuten, er könnte ein bakterielles Gen mitschleppen, das zum Beispiel ein Toxin, also ein Gift, kodiert. Das heißt, man kann den temperenten Phagen nicht so gut kontrollieren. Man braucht den Tumpenschlägertrupp, den lytischen Phagen. Genau den wollen wir. Und da haben wir einen gefunden gegen den Stamm der Berliner Charité und haben hier auf diesem kleinen Chip die DNA, das Erbgut des Phagen und unser schöner Sequencer, den gibt es nicht sehr oft in Deutschland, einige Male nur, der kann das Genom in einem Read, nennen wir das, in einem Schritt durchlesen. Dann schauen wir jetzt mal, was das für ein Kandidat ist. Ne? Ja, schauen wir mal. Das ist also das Ergebnis aus dem Gensequenzierer. Das ist schön bunt, Frau Rode. Das sieht aus wie die Verkehrsströme in Braunschweig. Was sehen wir da ganz genau? Ja, wir haben hier drei vollkommen sequenzierte Genome von Bacillusphagen. Und der obere ist ein lytischer, denn ihm fehlen die Gene, die bei den anderen beiden Phagen grün markiert sind. Also das heißt, jede Farbe ist ein Teil des Phagen. Genau. Ja, die rot markierten Teile bestimmen die Struktur des Phagen, Kopf und Schwanz. Die gelb markierten Teile sind die Gene, die die Lyse ermöglichen. Die Lyse ist das Auflösen der Bakterien. Der Bakterien. Das hat jeder Phage. Und die hellgrünen Bereiche, die haben nur die temperenten, die wollen wir nicht. Denn das sind Genabschnitte, die eben Proteine kodieren, die den Phagen temperent machen. Das heißt, nur der obere Phage kommt in unsere Bank. Was ist das für eine Bank? Ja, müssen wir ihn überweisen? Überweisen, ja, wir überweisen unsere Phagen in flüssigen Stickstoff. Die Phagen lagern dafür die Langzeit ganz stabil bei minus 196 Grad. Einkühlen im flüssigen Stickstoff, das klingt nach einem Auftrag für uns. Am Kühlschrank sind immer die besten Partys. Das sind ja so unglaublich viele. Frau Dr. Rode, wie viele Phagen lagern denn hier in dem Tank? Ja, wir lagern circa 350 verschiedene Phagen in flüssigem Stickstoff. Also 350 Phagenarten. Ja, genau richtig. Ja. Die jeweils sich für bestimmte Arten von Bakterien wiederum interessieren. Genau. Nun kann so ein Virus ja auch mutieren. Ein bisschen unwohl ist mir ja der Gedanke schon, dass ich jetzt mal ein Virus verabreicht bekommen würde, der dann vielleicht irgendwie drei Füße mehr bekommen hat und dann Unaussprechliches anrichtet. Ja, die Sorgen brauchen Sie bei Phagen aber nicht zu haben, denn Phagen greifen ja ganz spezifisch nur Bakterien an. Und was aber, wenn der Phage plötzlich umprogrammiert wird, kann das sein? Nein, die Natur geht nicht so weit, dass sie dem Phagen so viele Gewinnmutationen verpasst, ja, dass der Phage plötzlich für uns gefährlich wird, das ist auszuschließen. Wer weiß, vielleicht rettet Ihre Forschung ja uns eines Tages. Wir sagen Dankeschön, dass wir da sein dürfen. Herzlichen Dank. Ja. Und danke, wir haben es gehört, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Phagenforschung weitergeht. Denn immer mehr Bakterien werden resistent gegen die Antibiotika. Und nicht nur ganze Phagen sind für die Forscher interessant. Im bayerischen Regensburg gibt es eine Forschergruppe, die erhoffen sich schon von einem Eiweiß eines Phagen eine ganze Menge. Von Phagen lernen. So lässt sich eine Idee zusammenfassen, die mehrere Forscher weltweit verfolgen. Sie wollen Bakterien auf die Art bekämpfen, wie es Phagen seit Urzeiten tun.
Ein Beispiel? Regensburger Forscher haben dafür sogenannte Artilysine entwickelt. Artilysine wirken sehr schnell. Bei uns im Reagenzglas im Labor kann man innerhalb von 5 Minuten 99,9% verschiedenster Bakterien abtöten. Klingt sensationell. Aber wie funktioniert das? Der Grundbaustein für das Medikament ist das sogenannte Endolysin. Das ist ein Eiweiß, das Forscher aus dem Lebenszyklus des Phagen isoliert und anschließend modifiziert haben, um es gegen möglichst viele krankmachende Bakterien einsetzen zu können. Doch wie wirkt es im Vergleich zum Phagen? Der Phage bohrt sich mit seinem Angriff in das Bakterium hinein, vermehrt sich und benutzt dann das Eiweiß, um die Zellwand von innen heraus aufzulösen. Das zu Artilysin modifizierte Eiweiß hingegen bekämpft das Bakterium schon von außen. Es legt sich an die Zellwand und zerstört deren Grundgerüst. Der Zellinnendruck in den Bakterien ist so hoch, dass sie schließlich regelrecht zerplatzen. Das lässt sich sogar unter dem Elektronenmikroskop beobachten. Wir haben ja die Bausteine für die Artilysine gefunden und sie funktionieren sehr gut. Und diese Bausteine muss man jetzt nur noch auf verschiedene Bakterien zuschneiden. Und so ist es theoretisch möglich, für jedes Bakterium ein Artilysin zu designen, was diese dann tötet. Und für die Zukunft ist es dann auch ein Werkzeug, mit welchem man Antibiotika gut ersetzen kann. So zumindest die Hoffnung der Forscher. Gegen das Bakterium Pseudomonas aeruginosa haben Dr. Hasselt und ihr Team bereits solch ein Eiweiß auf Phagenbasis designt und es anschließend im Labor getestet. Im Reagenzglas ist zu sehen, nur wenige Tropfen Artilysin zerstören die Bakterien. Die Flüssigkeit wird klar. Doch funktioniert das auch am lebenden Organismus? Also nach der Petrischale sind wir als erstes in den einfachsten Tierversuch gegangen, den man machen kann mit kleinen Würmern. An diesen hat man dann die Aktivität feststellen können. Dann als nächstes haben wir an Kaninchen getestet. Auf die Verträglichkeit hatten keinerlei Nebenwirkungen gesehen. Auch an ersten Patienten wurde getestet. In dieser Wunde hatten sich resistente Keime eingenistet. Nichts half. Die Wunde wurde immer größer. Eine Blutvergiftung drohte. Die Situation des Patienten war insgesamt lebensbedrohlich. Da wir keine Antibiotika zur Verfügung gehabt hätten, die dann überall im Körper schwimmenden Keime hätten vernichten können, wäre der Patient wohl an der Infektion verstorben. Die Ärzte behandelten den Patienten mit Artilysin in Form eines Wundsprays. Erste Erfolge zeigten sich bei diesem Heilversuch überraschend schnell. Wir haben die Therapie zunächst mit einer verdünnten Lösung vorgenommen an den Wundrändern, haben eine relativ schnelle Heilungstendenz gesehen, bereits nach ungefähr ein, zwei Wochen. Im späteren Verlauf unter Anwendung größerer Mengen der Substanzen bis in die Tiefe der Wunde, bis jetzt nach insgesamt etwa 1,5 Jahren Behandlungszeit, die Wunde fast vollständig zugeheilt ist. Bei einer äußerlichen Anwendung scheint das Eiweiß aus dem Phagen also Menschenleben retten zu können. Auch per Inhalation bei einer Lungenentzündung könnte es effektiv helfen. Was aber ist, wenn resistente Keime in die Blutbahn des Menschen gelangen? Kann Artilysin auch in solch einem Fall helfen? Auch das wird untersucht. Wir konnten bisher Verträglichkeitstests bei Mäusen machen, indem wir Artilysin ins Blut der Mäuse gegeben haben und konnten keine Nebenwirkungen feststellen. Aber die Tests für die Anwendung in der Blutbahn stehen noch ganz am Anfang. Theoretisch kann für jedes x-beliebige Bakterium ein passendes Eiweiß gebaut werden. Und dieses Phagenlysin zerstört, genau wie der Phage selbst, nur ganz bestimmte Bakterien im Körper. Ein sehr großer Vorteil der Artilysine gegenüber Antibiotika ist, dass es nur die schlechten Bakterien angreift und nicht die guten. So bleiben die guten erhalten im Körper, das Immunsystem bleibt weiter stabil und die Bakterien, die uns zuträglich sind, bleiben dort. Vielversprechende Aussichten also im Kampf gegen multiresistente Krankheitserreger. Auf die Forscher kommt zwar noch viel Arbeit zu, doch immerhin. Mit Phagen und Lysinen gibt es zwei heiße Kandidaten im Kampf gegen gefährliche Bakterien. Die Phagen könnten in einigen Jahren vielleicht offiziell zur Therapie zugelassen werden. Das Mittel aus den Eiweißen der Phagen hat laut Hersteller bereits Marktreife erlangt.
Ich glaube, wir haben hier heute in Braunschweig ein wichtiges Stück Forschung kennenlernen dürfen. Klar ist, immer mehr Bakterien entwickeln Resistenzen gegenüber Antibiotika. Und vielleicht brauchen wir da eine neue Waffe gegen die Bakterien früher, als uns das jetzt lieb sein kann. Die Phagen, die könnten da eine große Rolle spielen. Klingt zumindest ziemlich vielversprechend. Aber eins ist auch klar, wir müssen wirklich ganz genau hinschauen. Denn merke, nicht jeder Feind unserer Feinde ist auch unser Freund. Auch wenn sie manchmal ein nettes Gesicht machen. Großartig, oder? So wie ich die Caro kenne, hat sie den schon in die Familie aufgenommen. Mhm. Wie heißt er? Fagott. Schön. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Kannst du noch einen besseren Namen überlegen? Fagian.